Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von YouTubers Live. Wir haben beim letzten Mal... Was willst du? Nein. Wir haben beim letzten Mal die Allison eingestellt. Die lassen wir jetzt mal ein Video machen. Ich glaube, der haben wir es ja bis jetzt noch nicht geschafft, dass sie mal eins macht. Und heute ist der Plan... heute ist der Plan, dass wir umziehen. So, das müssen wir noch tun. Was bringt uns das? Du hast 10% Rabatt auf Konsolen und Videospiele. Freunde Publisher. Sei der Erste, der das Spiel spielt. Dank des exklusiven Angebots einer der führenden Publisher auf dem Markt. Das nehmen wir. So, Video aufnehmen. Gameplay, Video starten. Arbeitsplatz Nummer 3, fortsetzen. Das ist die Nummer 3. Und weiter. Reparieren. So, was wir machen, bevor wir umziehen. Wir haben übrigens 28.475. Wir werden... Okay, du zockst. Und was ist mit... Was ist mit dir? Ah, wir haben einen Erfolg. Ich bin das Ich der Zukunft. Ah ja, das ist schön. So, dann gucken wir mal. Oh, Unforgettable Shark. Willkommen auf der Präsentation von Unforgettable Shark. Das ist ein Adventure-Spiel. Und wir werden es auf Nintendo C rausbringen. Die Presseversion des Spiels bekommt eine Wertung von gut. Das Game wird am Oktober den 10. zu einem Preis von 34,99 veröffentlicht. Toll. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. So, mal schauen, ob wir vielleicht mal wieder einen Vlog aufnehmen könnten. Ich meine, unsere Energie ist zwar relativ niedrig. Nein, wir können gar nichts tun. Ja, das ist irgendwie komisch. Es ist übrigens mittlerweile ein kleiner Patch wieder rausgegangen, der im Endeffekt ein paar Fixes gebracht hat für ein paar Bugs. Und eine neue Übersetzung. So. Ach ja, übrigens vielen Dank für die vorletzte Folge. Für den Support einiger. Da habe ich ja einen neuen Zuschauer generiert. Und ich versuche es dieses Mal anders zu machen, was den Ton angeht. Ich stimme das alles nur immer über Kopf herab und dementsprechend, wenn man über Lautsprecher hört, sollte sich das leiser anhören, als es eben über Kopfhörer ist. Muss ich mal schauen, ob man sich irgendwie so einen Zwischenweg mehr oder weniger finden. So. Schauen wir mal, ob wir den noch aufrüsten können. Jetzt haben wir uns erstmal einen Hamburger rein. Ich meine, gesund leben und so. So, dann gucken wir mal. Also. Gehäuse. Dich kaufen wir. Tastatur. Nein, danke. Ja, jetzt geht das schon ganz schön ins Geld alles. Dann die Webcam noch. Mikrofon ein neues. Noiseless Voice. Ah, das ist auch ein bisschen blöd, dass das im Endeffekt ein bisschen verschoben ist. Kopfhörer. Kaufen wir die. Egal.
kaufen. Sehr gut. Ups. Zeige das Ergebnis. Ah, sehr gut. Hochladen. Zeige das Ergebnis. Hochladen. So. Video aufnehmen. Gameplay wieder starten. Und zwar. Ja, Arbeitsplatz 1 passt. Und du? Video aufnehmen. Und zwar. Das allergleiche, aber du machst bitte eine Review davon. Und zwar am Arbeitsplatz Nummer 2. Ach ja, übrigens, seit gestern habe ich neues Internet, also es sollte jetzt auf meinem Upload weitaus schneller gehen. Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Verweigern. Nein, danke, ich möchte mich nicht unterhalten. So. Kopfhörer und die Software. Perfekt. So, mein Freund. Dann müssen wir den mal aufrüsten. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass man eben nichts überspringen kann. Ich muss jetzt halt hier alles kaufen, um die nächste Stufe zu erreichen. Ich meine, es sollte eigentlich reichen, wenn man das einmal gemacht hat, aber. Ah ja, perfekt. Zeige das Ergebnis des Videos. Mhm, 52 Interesse. So, einkaufen. So, amazing on. Neueste Erscheinung. Dann schauen wir mal. Also, was haben wir denn da alles? So, wir haben Oktober den 11. Dann kaufen wir mal das hier und das hier. So. Zeige das Ergebnis. Sehr schön. 81. Sehr gut. Gut, dann Video aufnehmen. Und zwar können wir das ja noch ein bisschen ausschlachten. Ah ja, perfekt. 4K-Auflösung. Lärmschutz und. Kardiolauskommen. Fortsetzen. Weiter. Und du machst bitte davon ein Walkthrough-Video auf dem Arbeitsplatz Nummer 3, damit ich den zweiten upgraden kann. So, sehr schön. Dann machen wir hier öffnen. Und da Unboxing. Unboxing, sehr schön. Und zwar am Arbeitsplatz Nummer 2. Ja, irgendwann ist die Musik schon relativ nervig, finde ich. Weiß auch nicht. Ultra. STD. Mhm. Du startest die Aufnahme. Tanzende Begrüßung. Also Upgrades können halt leider auch mal dazu. Müssen wir auch mal machen.
Und am besten ist es, bevor wir quasi einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Ich meine, wir haben jetzt halt effektiv 2000 ausgegeben. Ja, also es waren schon ein bisschen mehr, aber ich meine, wir generieren ja jetzt halt nebenbei relativ viel. Doch das, dass ich halt jetzt halt machen kann, was ich möchte. Okay. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Oh, nervige Kritik. Aber ich kann halt jetzt nebenbei was machen und die anderen zwei nehmen halt von alleine Videos auf, das passt schon. So, das Spiel hängt sich auf. Ladebildschirm mit Hinweisen. Lustiger Kommentar. Ist immer das Falsche, was ich da nehme. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ratschlag. Interaktiver Ladebildschirm. Und zum Schluss, du hast ein Achievement bekommen, aber das ist mir wurscht. So, das. Machen wir den hier noch rein. Den. Und den Inhalt. Sehr schön. Und rein dann. Hochladen. Hallo, bla bla bla. Ja, mach mal. Zeige das Ergebnis. Hochladen. Sehr gut. So, zeige das Ergebnis. Wow. Gut. Na, wo bist du? Video aufnehmen. Und zwar eine, ach, wir machen das von hier, eine Preview an Arbeitsplatz Numero. An welchem hast du davor gearbeitet? Ja, immer schwierig zu sagen. Naja, machen wir eine alte, also wurscht. So. Bam, 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 bam. Gut. Aufrüsten. Kommentare? Schon mal hier stand? Ah, geht nicht, schade. Bewerben. Ich muss warten, bis mein Partner mit dem Video fertig ist. Ah, okay. Bewerben. Wow, der ist ja voll hinterbettlerisch noch. Das ist ärgerlich, dass ich nicht sagen kann, okay, weißt du was, upgrade meinen Rechner komplett. Bis zum Schluss. Gut. Okay. Wow, die sind alle relativ gleichzeitig hochgeladen worden. Okay, lass sie reden. Oh. Ich glaube, du chattest nicht mehr, mein Freund. Video aufnehmen. Von dem ein Gameplay-Video, bitte. Arbeitsplatz Nummer 3. Sehr schön. Also, wie gesagt, wenn ich den Rechner jetzt halt, da werde ich jetzt dann die nächste Generation noch kaufen und dann werden wir umziehen, denke ich mal. Na, jetzt halt, komm, stell dich mal jetzt an, du bist jetzt erst seit 4 Tagen wach. Oh, okay. Wir würden uns im Namen von Nikosoft freuen, wenn du zu unserem neuen Spiel exklusives Preview-Video machen könntest. Das machen wir natürlich noch. Perfekt. Sehr schön. Schauen wir mal, mach ein Preview, eine Preview. Mache ich. So, das machen wir jetzt noch und dann
Neues Gaming-Video. Aber... Nein, danke. Gut gemacht. Reiche Leute brauchen keine Spenden. Hast du recht. Eine Preview. Konsole kaufen. War klar. Okay, zu welchem Rechner gehst du? Alles klar. Nein, danke. Okay. Mein erstes Smartphone habe ich bekommen. Hä? Wieso kann ich das Video dann nicht machen? Okay. Ah, dein neues Gerät ist da. Von jetzt an kannst du mit deinem neuen Handy Selfies machen und alle diese Momente in sozialen Netzwerken teilen. Perfekt. Und hochladen. Nachdem du ein Selfie gemacht hast, musst du dir entscheiden, ob du es hochladen willst oder nicht. Ist dieses Foto gut genug? Natürlich ist es das. Momente mit deinen Fans zu teilen, hilft dir, mehr Erfahrung und neue Abonnenten für deinen Kanal zu bekommen. Ich bin sicher, die wollen, dass du jeden Moment teilst, besonders wenn du zu einer Veranstaltung gehst. Allerdings, willst du dich unterhalten? Nein, danke. Ich möchte bitte davon eine Preview. Aber wieso kann ich die Konsole nicht kaufen? Das ist doch irgendwie ein bisschen uncool. Also... Oh, super. Gut. Die haben wir nicht. Und die kann man nicht mehr kaufen. Das ist natürlich ärgerlich. So, zeig mal her. Zeige das Ergebnis. Hochladen. So, und wir ziehen um. In die Villa. Übrigens, neues Level. Also ich weiß nicht, mit den Einrichtungsgegenständen habe ich es jetzt nicht so unbedingt. Was für eine Villa. Errungenschaft. Wow. Ja. Ich war endlich Teil des besten Netzwerks. Natürlich war es eine große Hilfe, um berühmt und die Nummer 1 der YouTuber im YouTube-Ranking zu werden. Ich musste in diesem Netzwerk bleiben und alle Bedingungen erfüllen. Aha. Werde die Nummer 1 der YouTuber im YouTuber-Ranking, bekomme mehr Abonnenten als die derzeitige Nummer 1 und halte deine Position. Schauen wir mal, welcher Rang sind wir jetzt aktuell? Rang 2. Na toll. Okay, dann schauen wir mal. Aha, der macht Kochshows. So, dann gucken wir mal. Ja, aber wie viel hat er? Das ist... Schauen wir mal, ob wir das irgendwo finden. Hey. Ach ja, hier. Naja, er hat 1,9, ich habe 1,8 Millionen. Wow, dann sollte mir in der nächsten Folge die Nummer 1 sein. So. Wo sind meine zwei Mitarbeiter? Also, Nummer 1. Ah ja, hier. Video aufnehmen. Gameplay. Ups. Video starten. Arbeitsplatz Nummer 1. Weiter. Video aufnehmen. Gameplay. Video starten. Arbeitsplatz Nummer 2. Und wo bin ich? Ach ja, hier. Aufrüsten. Ach, da ist der Kühlschrank. Ja, ich würde halt gerne einfach noch eine neue Konsole oder sowas kaufen, aber das geht ja anscheinend nicht. 2, 3,
4, 5, kaufen. Auswählen, auswählen und auswählen. Okay. Mal ein bisschen sozial interagieren. So. In der Zeit kommt das alles an. So, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem meiner nächsten Folgen. Mein Name ist Erdokol und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.